Willkommen auf meinem Kanal Streambank, liebe Leute, Ja, willkommen zu einem neuen Video. Wir nehmen Abschied von heute Malu Dreyer, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz. Heute gab es einen freudigen Grund. Ja, es ist eigentlich beschämend, dass ich das so nennen muss. Es gab heute einen freudigen Grund, dieses zum Thema zu machen heute. Ja, ihr kennt die Serie schon. Ich möchte zunächst einmal, falls du jetzt diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dich bitten, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft nichts mehr verpasst. Wenn dir das Video gefällt, lass einen Daumen nach oben da. Ja, Malu Dreyer. Dies hier, das kennen vielleicht einige schon, ist die Seite ich-habe-mitgemacht.de. Das Archiv für Corona-Unrecht, wie ihr hier oben sehen könnt. Hier gibt's Listen nach ID, nach Datum, nach Person und hier kann man auch nach Person suchen. Hier oben, könnt ihr erkennen, kann man Hinweise einreichen. Also auch das kann man sich im Widerstand zum Hobby machen, dass man hier regelmäßig Informationen findet und die hier einreicht, dann werden die archiviert. Ja, Malu Dreyer hat sich geäußert. Wir sehen hier Eintrag 251. Das ist relativ am Anfang gewesen. Ungeimpfte sollen gar nicht feiern. Unbehandelte sollen gar nicht feiern. Zitat aus einer Pressekonferenz zum Thema: So rüstet sich Rheinland-Pfalz gegen Omikron. Die gesamte Pressekonferenz ist hier zu sehen. Das ist hier Facebook Watch, 17.12.2021. Sekunde, habe ich hier noch irgendwo. Diese Pressekonferenz habe ich gesichtet. Sie sagt es tatsächlich. Das war hier, 17.12.2021. Ein paar Tage vor Weihnachten. Darum dreht sich es genau. Ich habe es in einem meiner Videos schon mal so extrem da vorne erwähnt. Sie versauen uns jedes Jahr Weihnachten und das seit 3 Jahren. Ja, ich sag's noch mal gerne. Wenn wir eine Katastrophensituation haben, meinetwegen. Aber das hier macht keinen Spaß mehr. So, und dann hat es 2022 das Hambacher Demokratiefest gegeben. Nur eine Versammlung, eine Demo oder wie auch immer ein Demokratiefest. Und die Landesregierung Rheinland-Pfalz fühlte sich hier ermutigt, einen Aufruftext zur Hambacher Intervention, um das Hambacher Demokratiefest 2022 gegen vermeintliche Demokratiefeinde zu verteidigen, beziehungsweise diesen Aufruftext hier, ja, mir fehlen die Worte einfach. Ja, ihr merkt das, wie ich stottere. Es ist nicht mehr zu fassen. Was wir uns haben anhören müssen. Wer die bundesrepublikanische Demokratie, alleine das schon, bundesrepublikanisch, naja, wer die bundesrepublikanische Demokratie als faschistische Hygienediktatur diffamiert, wer sie mit diktatorischen Regimen des 20. Jahrhunderts gleichsetzt, macht sich mitschuldig an einer unheilvollen politischen Radikalisierung. Wer auf offenen Bühnen oder allen nur denkbaren Kanälen die Bewegung der sogenannten Querdenker und Leugner mit der friedlichen Revolution von 1989 gleichsetzt, bezeugt eine erschreckende historische Kenntnislosigkeit und verhöhnt zugleich den Mut der damaligen Demonstrierenden, die gegen eine Diktatur aufbegehrten. Anders als es im Jahr 1832 zeichnete sich ihr Verhalten gerade nicht durch Mut und Solidarität aus. So, Unterzeichner, Staatsminister, Bürgermeister der Stadt Neustadt, Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Abdel Karim, hat sich somit also auch erledigt. Wendelin irgendwer, Kurt Beck natürlich. Ja, pass auf. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. 1989 ist klar, ne, Mauerfall. Und sie sagt also hier, wer also hier die jetzige Zeit mit dem Aufbegehren der Demonstranten 1989 gleichsetzt, der macht sich schuldig, mitschuldig einer unheilvollen politischen Radikalisierung.
Allerdings spuckt sie auch jedem damit ins Gesicht, der damals mit demonstriert hat. Na? Wie kann man denn sozusagen sich anmaßen, für alle zu sprechen? Ja, und das ist ja auch so ein Zeichen. Der Abdel Karim, den könnt ihr gerne mal googeln, Kabarettist und Moderator. Der ist immer kritisch, immer witzig, immer gut gewesen. Nein, ab in die Mainstream-Falle. Okay, das hören wir ja auch im Grunde viel. Und hier werden wir auch noch einige Berichte finden, auch in der Zukunft. Hier werde ich einige Videos zu machen. Warum erwähne ich das? Wir schauen mal eben weiter. Was habe ich denn hier? Eine Sekunde. Ich mache uns das ein bisschen größer. Ich habe den Ton ausgelassen, weil ich nicht weiß, inwieweit diese Bilder mit Musik untermalt sind. Das ist das Polizeivideo, das verschwundene Polizeivideo in einer Aufnahme aus einem Polizeihubschrauber in der Flutnacht im Ahrtal. Was das bedeutet? Das wissen wir. Das bedeutet, dass die Landesregierung in Rheinland-Pfalz Bescheid wusste. Dass die Landesregierung vom, ja, wir haben das gehört mit dem Landrat, der sein eigenes Haus evakuiert hat, ja, der kaum in der Notfallzentrale in dieser Nacht erreichbar war, nicht? Also, ganz klar, wenn die Polizei hier nachts über ein Flutgebiet fliegt, dann weiß sogar der Bundeskanzler Bescheid. So, und warum zeige ich euch das? Dieses Video geht hier, das könnt ihr mal suchen auf YouTube, wenn ihr euch das geben wollt. Geht 13 Minuten. Das kann also ganz schön unter die Haut gehen. Aber warum zeige ich euch das? Deswegen zeige ich euch das. Das ist ein ganz aktueller Artikel von gestern, 17.10. SMS aus der Hochwassernacht belastet Malu Dreyer. Ach, das Karma schläft nie, Frau Dreyer. Bei der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz starben über 180 Menschen. Veröffentlichte SMS zeigen jetzt, dass Landeschefin Dreyer zu spät reagierte. Habe ich eben gesagt, sie ist Landeschefin Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz? Was habe ich eben gesagt? Rheinland-Pfalz. Na, schön betröppelt. Ach du Schande, scheiße, was habe ich denn hier jetzt wieder gemacht? Ja, Frau Dreyer, das ist das Karma. Na, das Karma kommt von hinten und dann ganz tief ins Herz. Nach der Flutkatastrophe vor 2 Jahren mit den 180 Toten, 180 sind es jetzt schon, mein letzter Kenntnisstand war was mit 135. Ja? Auch schlimm, ne? Dass du diese Todeszahlen, die liest du dann mal in so einem Artikel und plötzlich merkst du, oh, da sind ja 50 dazugekommen. Naja, nach der Flutkatastrophe vor 2 Jahren mit über 180 Toten lässt der Druck auf die damalige Landesregierung in Rheinland-Pfalz nicht nach. Innenminister musste zurücktreten, ebenso die damalige Umweltministerin und spätere Bundesfamilienministerin. Die Bild zitiert jetzt aus SMS-Nachrichten, geschrieben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021. Die veröffentlichten Nachrichten lassen den Schluss zu, dass auch Dreyer der Ernst der Lage nicht bewusst war. Und wie gesagt, wir haben das Video eben gesehen, wir haben das Polizeivideo eben gesehen, ihr war die Lage bewusst. Das kann mir jetzt keiner erzählen. Das ist ganz einfach, das muss gewählte Ignoranz sein. Sie war schon in der Flutnacht für ihren Innenminister nicht mehr zu erreichen, antwortete erst am nächsten Morgen, als über 100 Menschen schon verstorben waren. Hier ist jetzt die erste SMS. Ich höre, dass der Höchststand Hochwasser erst morgen Mittag erreicht ist. Ist ja wirklich schlimm. Ist Anne auch informiert oder ihre Leute? Sie ist ja echt ein bisschen nervös, schrieb Dreyer um 21.42 Uhr kurz vor der Flutnacht. Auch hier, ne? Hier wird diskutiert, mein Gott, hier kommt das Hochwasser, was ist los? Und plötzlich sind andere Menschen wichtig. Ist Anne auch informiert? Klar. Okay, nun sagt man ja, okay, jeder hat so seinen Bereich, das gibt's in Firmen ja auch und. Aber hallo, das hier ist eine Katastrophe. Das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, da ist ein Bus irgendwo gegengefahren, gegen einen Baum oder so, sondern das ist eine absolute Katastrophe. Bis heute. Ja. So, ist Anne auch informiert? Genau, sie ist nervös. Schrieb Dreyer um 21.42 Uhr, also ja, kurz vor der Flutnacht. Lebens, ihr...
wer war Levens noch? Hier haben sie es doch auch geschrieben. Der Ex-Innenminister. Okay, der ist dafür zuständig, keine Ahnung. Vielleicht war der auch anderweitig beschäftigt, genau wie der Landrat. Es ist witzig, ne? Sie erzählen uns immer, was wir zu tun und zu lassen haben. Ja. Und wenn wir praktisch, wenn uns das Wasser bis zum Halse steht, dann sind die alle weg. Dann hat man das Gefühl, die, ja, keine Ahnung, das gehört nicht zu deren Job oder so, ne? Frau Dreyer, was ist los? Ja, frag mal Anne. Und Anne sagt, ja, was ist los? Ja, frag mal Levens. Und Levens sagt, ja, was ist los? Ja, frag mal den anderen hier. Wie hieß der Landrat noch? Schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ihr noch wisst, wie der Landrat im Ahrtal hieß. Der auch ja hochgegangen ist wie eine Rakete hinterher, ja? Mit Gerichtsverfahren und da gibt's noch eine Geliebte und was weiß ich nicht alles. Hat der einen Ferrari gefahren? Ein Porsche. Der hat erstmal seinen roten Porsche, hat der erstmal in Sicherheit gebracht. Habe ich auch schon hier gebracht. Ich muss mal gucken, ob ich das Video raussuchen kann. Sonst verlinke ich euch das hier oben in der Infobox, rechts oben. Ist es nicht zu fassen? Ist es nicht zu fassen? Also, wo man sie braucht, da versagen die total, ja? Total versagen in den wirklich wichtigen Dingen. Und wenn alles gut ist und alles in Ordnung ist, alles ruhig ist und wir auch einfach nur unser Land und unser Leben chillen wollen, dann klopfen wir an die Tür und sagen, Junge, Halsgrippe hier, 5 Dinger rein, ne, komm mal, hier gibt's noch einen Pass dafür, und dann verlierst du auch deinen Job nicht. Wisst ihr, was ich meine? Es ist doch wirklich nicht mehr zu fassen. Es ist ein Bericht eines totalen Versagens. Totales Politikerversagen. Totales Versagen der verantwortlichen Personen in den notwendigen Positionen, weil sie sich alle, oh, jetzt hätte ich schon wieder was fast gesagt, weil es ihnen allen reicht, ne, die Reputation, die sie ausstrahlen, sie sind Landrat, sie sind Ministerpräsident, sie sind Innenminister, ja, das muss reichen, ne, da scheint so viel Reputation, ne, dass das Wasser von alleine wieder zurückgeht, ne, wenn der Ministerpräsident oder der Innenminister kommt, oh mein Gott, das erledigt sich von alleine, ja, das weiß die Flut im Übrigen auch, dass sie sich gerade mit deutschen Ministern und der deutschen Politik anlegt, also das Wasser wird schon von alleine wieder zurückgehen, da machen wir uns überhaupt gar keine Sorgen. So nach dem Motto. Ja, also es ist ja eine Show ist das hier. Die Muppets Horror Show ist das. Ja, wir sind hier noch nicht ganz fertig. Also die Anne ist ein bisschen nervös, wird hier geschrieben. Genau. Levens, der ehemalige Innenminister, der gerade im Film war. Was für ein Film? War gerade im Kino oder was? Schrieb dazu. Also erstmal ist Anne auch informiert oder ihre Leute. Das war die, jetzt muss ich nochmal eben nachgucken, Anne Spiegel, haben wir auch schon gehabt. Bundesfamilienministerin, Umweltministerin. Die Umweltministerin war das. Ich weiß nicht, was die Umweltministerin mit 180 Toten zu tun hat, aber egal. So, ist Anne auch informiert und dann antwortet hier der ehemalige Innenminister, der gerade im Film war, schrieb dazu, das weiß ich gar nicht. Sie hat ein eigenes Lagesystem. Wenn wir genaueres wissen, informieren wir sie morgen über unsere Erkenntnisse. Dreyers Antwort um 21.45 Uhr. Okay, schönen Abend. In der Nacht auf den 15. wird Levens das Ausmaß der Lage bewusst. Liebe Malu, die Lage eskaliert. Es kann Tote gegeben haben, schrieb er um 0.58 Uhr. Die Landeschefin antwortet erst um 5.33 Uhr. Lieber Roger, ich bin wieder erreichbar. Da waren schon 134 Menschen tot, die alle da im Wasser gestorben sind, weil die verantwortlichen Politiker einfach nicht da sind, einfach nicht für diese Menschen da sind. Und wir bezahlen diese Politiker. Ja? Wir bezahlen sie. Also, hier noch was Schönes. Rheinland-Pfalzsche CDU-Fraktionschef sagte der Bild, es kam nie ein Wort des ehrlichen Bedauerns. Frau Dreyer soll sich endlich entschuldigen. Ihrer politischen Verantwortung ist sie bis heute nicht gerecht geworden. Ja, natürlich. Und es ist schön, diese Menschen, was heißt schön? Das ist nicht schön, das ist überhaupt nicht schön. Aber ein bisschen Gerechtigkeit schwimmt da schon mit. Wenn diese 180 Seelen irgendwo im Himmel sind und auf die Erde zurückschauen und auf Frau Dreyer zurückschauen, wie sie nachts nicht schlafen kann, vielleicht nur mit schweren Schlafmedikamenten tatsächlich in den Schlaf kommt, weil es sie so sehr belastet. Ja, vielleicht wird sie auch krank oder ihre Krankheit wird schlimmer. Ich glaube, MS hat sie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, ich gönne ja niemandem was Schlimmes, aber wenn du derart versagst, und ich meine, wir haben das Video doch gerade gesehen, ein Polizeihubschrauber war doch in der Nähe. Ja, ich möchte gerne mal an Helmut Schmidt erinnern, wer die Geschichte nicht kennt. Als 1900, wann war es? 68, 69, Hamburg absoff. Da sind die Elbdeiche hier geplatzt. Ja, da ist, man muss sich vorstellen, wenn man von der Nordsee kommt und nach Hamburg will, fährt man einige Kilometer einfach in die Elbe rein. Und das war alles überschwemmt, geschützt durch Deiche. Die Deiche brachen und im Hamburger Vorland brach das Wasser sozusagen über die Kuhwiesen. Ja, kilometerweit. Ihr könnt mal auf die Google Map schauen. Und zwar gibt es auch Geschichten, die mir persönlich erzählt wurden, dass die Kinder damals, weil es war Winter und das Flutwasser kam bis kurz vor Buxtehude. Und es gibt Buxtehude alte Recken, die sagen, wir konnten mit Schlittschuhen von Buxtehude bis an die Elbe fahren, auf der zugefrorenen Elbe. So, und das war vorher noch in der Flutnacht, war natürlich die absolute Hölle los. Die absolute Hölle war hier los. Und Helmut Schmidt, er kannte irgendwie einen britischen General von der wie sagt man, Flugwaffe? Luftwaffe, genau. Und hat den gefragt, du, wir brauchen Hubschrauber. Bam, war der mit Hubschraubern da. Hinterher hat man ihm vorgeworfen, Mensch, du hast ja also außerhalb deiner Verantwortung reagiert. Du warst ja nicht mal Bürgermeister, du hättest es gar nicht machen dürfen. Der Bürgermeister war nämlich nicht da. Und Helmut Schmidt war Senator, Innensenator, glaube ich. Na, der Helmut Schmidt, der später Kanzler wurde. Ja. So, und ein Polizeihubschrauber war doch jetzt hier eben schon. Das Video haben wir ja gesehen. Anstatt dass der Hilfe koordiniert, filmt der das Ganze. Und so sind wir, so sind wir. Und unsere Politik, ich würde gerne nochmal das Bild der betröppelten Malu Dreyer zeigen. Ich mach's mal ein bisschen größer. Weil sie schaut hier schon ganz schön beschämt. Tja, wäre es gerecht, ihr alles Schlechte zu wünschen? Ich weiß es nicht, liebe Leute. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wie man das bewerten kann, ja? Schlimm ist es allemal. So. Also auf alle Fälle hier so ein bisschen, ja, das Karma schläft einfach nicht, ne? Das Karma schläft nicht und da kannst du machen, was du willst. So, und dann möchte ich euch noch etwas zeigen. Das ist ein bisschen, hat jetzt damit so nicht viel zu tun. Naja, unsere bedröppelten Politiker, kann man sagen, ne? Unsere bedröppelten Politiker. Und zwar habe ich mir hier mal Olaf Scholz rausgesucht. Da gibt es nämlich Bilder bei NTV. Er besucht unsere Truppe. So, ich bin ja immer ein Freund davon, auch im privaten Umfeld Menschen nach Körpersprache zu beurteilen oder so ein bisschen einzuordnen, ne? Beurteilen oder so. Richtig, richtiger Psychologie-Profi bin ich da ja auch nicht, aber man hat ja gewisse Menschenerfahrungen, ne? Und man sieht auch zum Beispiel, wie gewisse Fotos geschossen wurden. Nach dem Motto, Herr Scholz, stellen Sie sich mal dahin, ne? Wir machen jetzt das hier mit dem da und der Kollege Hill hält mal die Waffe hoch und so pipapo, ne? Und hier haben die jetzt ein Foto ausgesucht. Erstmal finde ich, sieht Olaf Scholz ein bisschen verloren aus. Er schaut hier nach rechts, wahrscheinlich schaut er sich hier irgendwas an. Ja, es sieht hier ein bisschen verloren aus. Die Jungs sehen ganz fit aus hier. Ist das dieses G36-Gewehr, wo der Lauf schief ist? Ah ja, okay. Naja, da hat er, die beiden Kollegen haben ja irgendwie einen Gürtel auf oder so. Seht ihr das hier? Da hängt was raus. Und die Klamotten, warum hängen die denn so von den Soldaten runter? Warum sind die zu groß, die Hosen oder was? Eieiei, die geben ja ein mieses Bild ab als Deutsche. So, und hier auch. Gut, okay, dass man ihm sagt, pass auf, Olaf. Oder Herr Bundeskanzler, wenn hier die Kollegen die Fotos machen, dann achten Sie darauf, dass sie nicht lächeln, keine lustigen Sprüche machen oder irgendwas. Schön ernst, ne? Dreht sich schließlich ja um Kriegsgerät. So, ne, so sind die Bilder entstanden. Der guckt sich jetzt hier irgendwelche, keine Ahnung, was das sind. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, boah, das Foto geht noch, ne? So, hier sieht man erstmal, wie klein der Mann ist, ne? Und ja, hier der Kollege sieht ganz schön mächtig aus, das Kriegsgerät, wie ich finde. Keine Ahnung, was das ist. Steht hier unten Schützenpanzer Puma, na meinetwegen. Ja, und der Soldat hier, der Kollege, sieht auch,
gut aus. Ja, erwachsener Mann, ordentlich stämmig, sehr gut. Gefällt mir gut, das Foto gefällt mir gut. Aha, das ist hier wahrscheinlich der gleiche, derselbe. Ja, der steht hier denn und erklärt dem Olaf, Mensch, guck mal hier, ne, das sind hier unsere, keine Ahnung, wie nennen die Dinger sich denn noch? Ich kenne ja auch nur aus Videospielen, kenne ich das ja auch nur. Hier hinter diesem Soldaten rechts sieht man, hier wurde irgend so ein Infoschild aufgestellt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Keine Ahnung, sieht aus irgendwie wie, keine Ahnung, auf einem Flohmarkt oder so hier. Ja, wer weiß, vielleicht ist es auch eine Verkaufsshow. Es kann ja auch sein, dass sie sagen, gucken Sie mal, Herr Bundeskanzler, hier 400 Euro das Stück. Ne? Ja, na gut. Ja. Ich will jetzt auch kein Kanzlerbashing machen, wirklich nicht. Ne? Also, ich weiß, bei euch ist auch der Hass wirklich und der Unmut wirklich hoch und wirklich groß und bei mir auch. Aber ich habe immer ein Problem damit, wenn man jetzt Menschen irgendwie wirklich nur Schlechtes wünscht. Da bin ich wahrscheinlich auch irgendwie, weiß ich auch nicht, zu gutmütig vielleicht. Hier läuft dann nochmal die Truppe ab, wie wir sehen können. Ah ja, hier hinten sieht man noch Pressevertreter und so. Aha, ist also eine Presseveranstaltung natürlich. Sowieso, hier läuft dann nochmal die Truppe ab, ist ja auch okay. Sieht auch gut aus. Doch, doch, hier kann man auch nicht viel sagen. Sieht auch einigermaßen aus. Hier wird natürlich eine Rede gehalten. Da stellen wir in den Hintergrund diesen Panzer. Das ist der Leopard 2. Ah. Oh, guck mal hier, ne? Da hat er. Hier ist dieses Pult, wo er steht. Da haben sie seinen Nachnamen vergessen. Und da haben sie auch Herr noch falsch geschrieben. Herr wird ja mit H-E-R-R geschrieben. Und nicht wie hier mit H-E-R-R. Und dann fehlt Scholz und Bundeskanzler. Hier müsste stehen Herr Bundeskanzler Scholz. Na, die Bundeswehr, naja. Den kann sie auch nicht viel erwarten. Die können auch nur Panzer fahren. Ups, will mir auch keine Feinde machen hier. So, aber ein Bild habe ich doch gefunden hier. Ein Foto habe ich doch gefunden, wo ich dachte, na, die sehen aber merkwürdig gut genährt aus hier. Hier, der Kollege links zum Beispiel, also ich weiß nicht, ne? Ich war bei der Bundeswehr, ich habe Zivildienst gemacht und dann habe ich die Berufsausbildung im Rettungsdienst angefangen, bis hin zum staatlich geprüften Rettungsassistent. Ich bin nachher am Ende 5 Jahre Notarztwagen gefahren, ja, direkt unterm Notarzt sozusagen. Ne? Und da musst du auch fit sein, wir haben auch trainiert und alles regelmäßig, wir sind zusammen zum Sport gegangen und so. Und der Kollege sieht hier nicht so aus, als wenn er seine Sporteinheiten hatte diese Woche, der links hier. Aber gut, ich kann mich auch täuschen, vielleicht ist er auch einfach nur ein Techniker. Hier muss ich sagen, dieses Foto muss ich sagen, das sind hier altgediente Herren mit einer schwarzen, wie nennen sich die denn noch? Na, wie gesagt, ich bin ja auch kein Militärexperte, diese Cappies hier, altgedient und der links daneben auch, aber schaut euch mal die Klamotten an, den hat man wirklich die billigsten Hemden gegeben, da sitzt ja nichts stramm und straff, das hängt, guck mal, das sind Hemden, könnt ihr das erkennen hier, die werden geknöpft. Ja, und dann hängt es hier so, sieht aus, als wenn das viel zu groß ist. Und er auch hier, er sieht aus, als wenn er einen Schlafanzug anhat. Leute. Auch hier, ne? Das ist, da kann man dem Bundeswehrsoldaten, ich weiß ja nicht, was für einen Rang er hat, dem kann man doch mal eine anständige Uniform spendieren, oder? Naja, wenn jetzt die einen, wird jetzt der ein oder andere sagen, mein Gott, der Streamer soll sich bloß nicht aufregen. So, aber ist euch das aufgefallen, dass die schutzsichere Weste hier hinten für den Soldaten viel zu klein ist? Ja, wenn man sich hier mal die Proportion anschaut, hier hört diese Weste auf. Hier bei dem anderen geht's tatsächlich direkt einmal rum. Das heißt, die Brust ist hier komplett abgedeckt, die Schulter, nur die Schulter ist frei. Und hier geht's noch bis auf den, ja, hier geht's noch viel weiter rein, ja. Ich möchte fast wetten, dass man hier, wenn man hier treffen würde, könnte man direkt das Herz erreichen. Aber selbst hier, der Bauchnabel sitzt hier ungefähr. Ja, also ein Bauchschuss, den kriegt ja voll alles ab. Und dann wird so gesagt, so, oh Mensch, wir haben nicht genug schusssichere Westen. Kannst du mal die kleinen nehmen? Kannst du mal die nehmen? Oh, die passt mir aber nicht. Das sieht doch bescheuert aus. Das ist doch scheißegal, das ist doch sowieso, da stellt sich dahinter, sieht doch keiner. Ne, und dann sieht man hier auch, ne, die Klamotten, alles hängt so ein bisschen runter. Also keine anständige Uniform. Und ich möchte sagen, hier, der Kollege sieht gut genährt aus. Aber gut, ich gönne denen natürlich auch alles. Sollen die gut essen, wenn sie nicht in Kriegseinsätzen sind, dann soll es den Kollegen wenigstens gut gehen und dann sollen sie gutes Geld verdienen. Hier ein paar Hubschrauber, die schießen auch auf ihre eigenen Panzer. Der eigene Panzer geht in die Luft. Hier auch, alles kaputt. Hier sind ein paar junge Rekruten zu sehen. Die sehen alle fit aus.
alle gut bepackt. Ich weiß nicht, warum die hier keine strammen Hosen haben. Keine Ahnung, ob man mir das erklären kann. Naja gut, wenn die auf die Knie gehen müssen, man sieht hier so diese Ausbeulung hier, das ist wahrscheinlich vom auf die Knie gehen. Vielleicht ist es auch notwendig. Ich bin kein Experte, ich fand aber so ein paar Bilder hier irgendwie erschreckend, irgendwie billig. Ja, also keine Ahnung. Wenn immer gesagt wird, wir sind nur der kleine Bruder vom großen Bruder, dann sieht man das hier auch wirklich. Also in jedem Bild sieht man das, ne? Klamotten hängen vom Körper. Ne? Ja, ich sieht aus wie ein Trainingsanzug. Sieht aus wie ein Schlafanzug hier, der Kollege, ne? Und dann haben die auch alle unterschiedliche Schuhe. Der eine hat hier schwarze, das sind aber nicht die Bundeswehrstiefel, die wir von früher kennen. Kann aber auch sein, wenn das hier so eine Flugabwehrgeschichte ist, Flugabwehreinheit, dass die andere Schuhe haben. Ich weiß es nicht. Hier stehen auch die Kollegen völlig schief und dann in ihren hängenden Klamotten. Das sieht wirklich erbärmlich aus. Also, Leute, da kommt morgen der Bundeskanzler und der bringt die ganze Presse mit. Habt ihr noch eure Klamotten sauber? Die guten? Nee, haben wir nicht mehr. Okay, habt ihr noch eure Schlafanzüge? Ja, die haben wir noch. Die sind auch sauber. Ja, dann zieht die an. Okay, vielleicht noch ein bisschen was Lustiges zum Abschluss. Ein bisschen Spaß muss auch sein. Ich weiß, man kann auch nicht immer nur schlimme Nachrichten, kritische Nachrichten bringen. Aber irgendwie hört das ganze Elend ja gar nicht auf, ne? Und es kommt ja jeden Tag in jedem Video, was ich mache, kommt es da drauf. Für mich geht es immer wieder dahin zurück, dass ich denke, wir Deutschen, und angefangen natürlich bei unserer Elite, wir haben immer nur eine große Fresse gehabt. Wir haben immer nur eine große Klappe, wer wir wohl sind und was wir wohl können und pipapo. Und in Situationen wie zum Beispiel die Ahrtal-Situation, kommt nicht mal heiße Luft. Es kommt nicht mal heiße Luft. Es kommt nicht mal nur heiße Luft. Ja, Ukraine, Gesundheitskrise, wir brauchen da gar nicht weitermachen. Es ist ein absolutes Debakel. Ich frage mich manchmal, kennt ihr das Gefühl, wenn man aufwacht und denkt, oh Gott, das war nur ein Traum? Das ist bei mir andersrum. Du wachst auf und denkst, oh Gott, das ist kein Traum. Ich träume zwar nicht von diesen Zeiten und von diesen Kriegszeiten, aber immer wenn ich wach werde, denke ich, und weiter geht's. Ne? Aber wie gesagt, wir Querdenker haben das gut gemacht. Und wenn jetzt Putin hier irgendwas Großes schmeißt, ja, dann soll er, das ist mir auch egal am Ende. Ja, dann können wir uns auch davor nicht mehr verstecken. Ja, ja, liebe Leute, schön, dass ihr wieder da wart heute. Ich möchte mich bei euch allen bedanken für euren ganzen Support, für eure ganze Begleitung, auch in den Premieren. Ihr chattet wie die Wahnsinnigen. Das finde ich super. Ich merke, es macht euch auch Spaß. Und ich suche immer noch einen Weg, so ein bisschen mehr Satire mit reinzubringen, ein bisschen mehr Wortwitz reinzubringen. Aber ich habe ja immer gesagt, ich mache das alles aus dem Bauch heraus, diese Ansagen. Es gibt keine vorgeschriebenen Texte. Ja, und fällt mir natürlich auch schwer, in gewissen Situationen ein bisschen Spaß und Satire mit reinzubringen. Aber ich hoffe, das kommt in der Zukunft noch. Denn diese Nummer, die wird ja hier wohl hoffentlich auch irgendwann mal wieder vorbei sein. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Schaut bitte hier an meine Videobeschreibung, auf meinen Telegram-Kanal und auch auf meinen Odyssey-Kanal. Hinterlasst überall ein Abo, hinterlasst überall einen Kommentar. Übrigens, Odyssey ist super, wenn man zum Beispiel sich gewisse Videos anschauen will, die nur auf osteuropäischen, zurzeit zensierten Medienportalen laufen. Dort gibt es Zusammenfassungen, Kriegsberichterstattungen, alles live und in Farbe. Das findet ihr weder in der Tagesschau noch sonst irgendwo. Da ist Odyssey tatsächlich wirklich gut drin. Und ich glaube, man kann sich da auch anmelden, einfach mit einem Klick auf sein Google-Konto oder auf das Facebook-Konto. Ich glaube, da müsst ihr mal schauen. Das ist wirklich nicht schlecht gemacht, finde ich. Ist alles noch am Anfang, aber dort zensiert dir wenigstens keiner deine Videos. Und das finde ich super. Genau, lasst überall ein Like da und aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft nichts Wichtiges von meinen Kanälen verpasst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich aber sicher, wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.